Am Mittwoch, dem 23.09., fand das Baustellenfest Projekt Himmelreichstraße wetterbedingt im Gewölb des ABC Amsfelden statt. Zur Freude aller Beteiligten, denn diese Baustelle dürfte etwas ganz Besonderes gewesen sein. Weil es gibt wenige Baustellen, kann man nicht so genau erinnern, wo gleich zu Beginn der Baustelle, wenn unsere Geräte auffahren und unsere Mannschaften loslegen, wir vom Ortsteilsprecher, vom Herrn Karl, begrüßt werden mit offenen Armen. Willkommen im Himmelreich. Wer hat denn schon eine Straße ins Himmelreich? Also das, die leben ja auf zwei Paar Schuhe, nicht? Also der Weg ins Himmelreich ist normalerweise sehr, sehr steinig, weil das Leben einfach das so hervorruft. Aber in diesem Fall haben die eine super asphaltierte Straße und das ist schön. Sie können sich freuen. Ja, mit Sicherheit ist es ein Grund zum Feiern. Wenn der Bürgermeister schon mal einlädt, dann müssen wir auch kommen. Der Lois, unser Polier, war natürlich spitze, weil der hat alle Wünsche erfüllt von den Anrainern, soweit es möglich war. Ja, aber es ist wunderbar und es ist ohne Komplikationen übergegangen, die ganze Baustelle. Wir waren sehr zufrieden. Unsere Arbeiter waren sowas von zuvorkommend und aufmerksam. Es war einfach eine Freude, solche lieben Leute bei uns zu haben. Ja, es war eine interessante Sache, diese Baustelle. Wie gesagt, das ist auf zwei Bauabschnitte gemacht worden. Und wir haben das relativ gut bewältigt unter Mithilfe von der Gemeinde, Herrn Rammler. Ja, es war eigentlich ein ganz normaler Gemeindestraßenbau. Im Prinzip, die Baustelle ist abgewickelt worden unter Verkehr. Also wir haben ständig die Autos und Anrainer zufahren lassen. Und es hat an und für sich reibungslos alles hingehauen und das hat super gepasst. Aber der ganzen Sache ist ja einiges vorausgegangen. In dem, dass ich ja vom Wasserverband Obmann Stellvertreter bin, haben wir natürlich vorher schon alles bereinigen müssen, um überhaupt eine neue Straße bauen zu können. Wir haben eigentlich keine Probleme damit gehabt. Wir haben mit dem Auto zwar nicht einen Tag nicht fahren können, also aber wir haben daneben einen Parkplatz und da haben wir uns die Autos hinstellen können. Ich bin ja weniger betroffen als er, weil ich bin ein bisschen da hinten. Jederzeit haben wir raus können, wenn wir wollen haben oder wenn wir müssen haben. Kein Hindernis gewesen. Und super gearbeitet haben sie. Das kann man voll und ganz bestätigen. Ja, es ist einmal ganz nett, dass man was retour kriegt. Es ist ganz logisch, wenn der Baustelle ist, dass nicht alles so runterläuft, aber es waren die Bauarbeiter voll super. Es hat gut harmoniert. Man hat sich darauf eingestellt, weil sie bevor informiert waren, wenn man zugefahren kann, wenn nicht. Es hat gut gepasst. Es ist echt nett. Voll und ganz, ja. Ja, ich bin sehr gut ausgekommen mit ihnen. Es war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Überhaupt mit Karl, mit Stalin, also der hat uns wirklich da tatkräftig unterstützt, muss ich sagen. Bei der Verkehrsabwicklung. Wenn da ein Fremder reingefahren ist in die Sackgasse, hat uns dann immer wieder geholfen, das will nicht reinfahren, dass wir das Objekt oder diese Straße schnell wie möglich bauen haben können. Und nachdem die Leute zu mir gesagt haben, sage dem Bürgermeister einen schönen Gruß, schön ist worden, habe ich gesagt, er soll sich den Dank selber abholen. Habe organisiert, Langmenhofer, dass für Speis und Trank bereitstehen und somit kann man heute ein gelungenes Abschlussfest. Aber ich glaube, das war notwendig. Und diese Gelegenheit ließ sich Bürgermeister Baumberger nicht entgehen. Und er dankte auch seinerseits. Er sprach ein großes Lob an die Anrainer für ihr Verständnis und Geduld aus. Auch der Baufirma Lang und Menhofer für die gute Kooperation und gute Bauausführung. Aber auch bei den Verantwortlichen und Ausführenden der Stadtgemeinde Amsfelden. Schließlich kostete dieses Projekt ja ca. 400.000 Euro. Auch Baumeister Herr Ingenieur Klaus Heller bedankte sich im Namen der Firma Lang und Menhofer für das Vertrauen der Stadtgemeinde Amsfelden und auch bei den Anrainern für ihr Verständnis und Entgegenkommen. Selten sieht man so eine Harmonie zwischen Bauausführenden und den Anrainern. In dem Fall haben wir ein schönes, erfolgreiches Straßenprojekt hinter uns gebracht. Und heute regnet es, darum sind wir im ABC herinnen und somit haben wir heute gleich eine Abnahmekontrolle gemacht, damit wir sehen, wo das Wasser hinrinnt und es rinnt genau dorthin, wo es hingehört. Das macht mich natürlich auch stolz, dass bei so einem erfolgreichen Projekt für die Stadtgemeinde Amsfelden dabei gewesen und mitgewirkt zu haben.
Zum Schluss wurde die Veranstaltung mit einem deftigen Leberkäse abgerundet und beendet.